Herzlich willkommen, liebe Spieleverrückte, zu den Gaming News am Samstag und zwar nicht mehr auf Giga, sondern auf Behind. Schön, dass ihr hierher gefunden habt und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das jetzt regelmäßig tut, denn diese Gaming News wird es weiterhin geben, das habe ich ja schon angekündigt. Und obwohl diese Woche nicht wirklich viel los war, habe ich dann tatsächlich noch ein bisschen was rausgefunden. Eine der meistgestellten Fragen bei Facebook und bei eigentlich überall war, erzähl doch mal was zu Login. Denn da war gestern oder vorgestern, ich muss mal ganz kurz mich um das Zeitparadoxon kümmern. Am Mittwoch gab es im ZDF eine Live-Sendung und da war LeFloid unter anderem eingeladen, der zum Thema Sind Games verspielte Lebenszeit sprechen sollte. Das Problem an dieser Sendung war ein gewisser anderer Herr, nämlich Friedrich Denk. Es ist ein Lehrer, Deutschlehrer, glaube ich, gewesen, der sich schon sehr, sehr lange mit Literatur beschäftigt und ein Buch rausgebracht hat, in dem er quasi dafür plädiert, die Kinder mögen doch bitte mehr lesen, denn unsere Jugend würde das allgemein nicht mehr so viel tun und dadurch verdummen wir alle. Und das Problem an seinen Thesen ist, dass er für diese Verdummung hauptsächlich die Videospiele verantwortlich macht. Bei Login kamen die beiden dann also zusammen und auch ich saß unter anderem im Publikum. Deswegen wurde ich sehr, sehr häufig gefragt, was sage ich denn jetzt dazu? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit im Publikum gewartet und dachte immer, oh nein, ich wollte ihm die ganze Zeit an die Gurgel gehen, wollte die ganze Zeit eingreifen und auch andere Argumente bringen. Was eigentlich immer ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eine Diskussion ist, wo noch sehr viel Bedarf für gute Argumente sind. Und das war, glaube ich, ein ganz großes Problem an dieser Diskussion, denn Friedrich Denk hat für meine Begriffe nicht ein einziges faktenbasiertes Argument abgeliefert. Da war ganz viel Zeug dabei, was so unreflektierte Verallgemeinerungen waren oder Mutmaßungen. Es gab eine Stelle, die hat mich ziemlich genervt, da fing er dann an, darüber zu reden, dass Fotografen jetzt durch das Internet ja alle arbeitslos geworden sind, alle. Oder eben, dass die Filmindustrie dadurch, dass die Spieleindustrie so viele Gelder abzapft, jetzt sehr, sehr viel weniger Filme drehen kann. Und ich denke mir dann so, wo hast du diese Informationen denn her, Friedrich? Also die Frage, ob Games denn nun tatsächlich verspielte Lebenszeit sind oder am Ende irgendwie gar nicht befriedigend geklärt. Ich habe hinterher mit Friedrich Denk noch ein ganz kurzes Gespräch geführt, weil ich ihm halt gesagt habe, ja Friedrich, das war jetzt aber nicht so faktenbasiert. Und da stellte sich für mich so ein bisschen heraus, dass dieser Typ eigentlich nichts anderes will, als zu provozieren. Er erzählte mir dann, ja, er war ja damals schon, ne? Da hat er ja schon gegen die Rechtschreibreform geschossen und da ist er ja auch schon in die Nachrichten gekommen. Es wirkt so ein bisschen so, wie das ist ein alter Mann, der gerne in die Nachrichten kommen möchte. Und für mich ist so ein bisschen das Problem, er nimmt sich da unser Hobby heraus und nimmt sich da Argumenten an, die so zu weiten Teilen einfach nicht stimmen und schießt dagegen in aller Öffentlichkeit. Und wie man gestern Abend schon in den Kommentaren zum Teil gesehen hat, gibt es da eben ein paar Leute, die da auch mit aufspringen. Und das finde ich extrem gefährlich. Das ist nicht mehr als polemische Hetze. Und das, glaube ich, das tut unserem allen Hobby nicht wirklich gut. Deswegen die Frage an euch, was denkt ihr dazu? Habt ihr Login gestern gesehen? Beziehungsweise, wenn nicht, was haltet ihr generell von dieser ganzen Debatte? Es ging ja früher mit Killerspielen so ziemlich durch die Medien. Und jetzt auch gerade durch die GTA-Foltersequenz gab es ja auch wieder einen kleinen Aufschrei. Wir hatten hier schon oft das Thema Medien und Videospiele. Trotzdem hätte ich gerne nochmal eure Meinung dazu. Die Woche war ansonsten jetzt relativ mau, was Neuigkeiten anging. Allerdings gab es zwei, drei Ankündigungen, wo ich dachte, ach, das ist ja cool. Zum Beispiel Tiny Death Star. Ich bin ja ein großer Fan der Mobile-App, vielleicht kennt ihr die sogar, Tiny Towers. Das ist ein Spiel, wo ihr so einen kleinen Turm aufbaut. Also ihr fangt unten an mit der Lobby, da kommen dann kleine 8-Bit-Pixel-Männchen rein und die können dann da einziehen und dann könnt ihr neue Stockwerke mit der Zeit draufbauen, wie zum Beispiel einen Friseur oder einen Café, wo die kleinen Männchen dann zur Arbeit schickt. Und das ist so suchterregend, dass ich irgendwann nur noch, egal wo ich war, in der Bar oder im Gespräch mit Freunden, auf das Handy geguckt habe. Ich musste Tiny Towers tatsächlich deinstallieren. Deswegen ist es sogleich großartig, aber auch sehr schrecklich, dass jetzt ein Star Wars Spiel in diesem Universum angekündigt wurde. Auf der Disney-Seite kann man bisher nicht viel mehr sehen als ein einziges Bild. Ein Trailer steht noch aus, aber es gibt die Nachricht, dass es jetzt demnächst für die Smartphones kommen sollte, also für Android und für iOS. Und ich persönlich freue mich da sehr drauf. Ich wollte schon immer mal meine eigene Star Wars Cantina bauen und da schicke ich dann Jabba the Hutt zum Arbeiten rein.
Der Macher von Terraria hat sich zu Wort gemeldet und sagt, Terraria 2 ist in Planung. Mehr kann er dazu nicht sagen, außer dass es sehr viel größer werden soll. Er möchte das so ein bisschen so ein Endlos-Game draus machen, wie Minecraft ja schon ist, wo die Welten einfach bis in die Unendlichkeit sich erstrecken. Und er möchte die ganzen Limitierungen, die dieses Spiel noch hat, ein bisschen aushebeln. Also die Produktion wird sehr viel größer und das kann er jetzt ja mittlerweile auch. Denn Terraria, falls ihr das kennt, das ist so ein 2D-Minecraft, wenn man es ganz simpel umschreiben will, war sehr erfolgreich und hat dem guten Herrn eine ganze Menge Geld gebracht. Und natürlich ist es klar, dass Terraria 2 dann relativ schnell kommt. Er sagt auch, das soll jetzt nicht einfach nur ein Terraria 1.5 werden, sondern ein echtes Update und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Die United Front Games haben gesagt, sie machen ein neues Spiel. Das sind die Macher, falls ihr das kennt, von Sleeping Dogs. Es ist tatsächlich letztes Jahr eins meiner Top 3 Spiele gewesen. Ein richtig schönes Open-World-Spiel, so ein bisschen wie GTA, nur halt im Milieu der Triaden. Und da wird es tatsächlich einen Nachfolger geben. Die Jungs sagen aber noch nicht so richtig, was für einen. Also es wird nicht Sleeping Dogs 2 sein, sondern sie haben sich die Marke Triad Wars geschützt. Was immer das auch bedeutet, klingt für mich so ein bisschen wie ja, Multiplayer-Shooter, wobei das würde ja nicht so richtig reinpassen in dieses Sleeping Dogs-Universum. Man weiß noch nicht sehr viel mehr, aber wahrscheinlich dürfte da demnächst eine Ankündigung kommen. Es war leider nicht wirklich erfolgreich, denn es hat nur 1,7 oder 1,8 Millionen Exemplare verkauft, was ich verdammt viel finde, aber Square Enix hätte gerne 2 Millionen gehabt. Deswegen war lange Zeit nicht klar, ob es einen Nachfolger gibt, aber scheinbar kommt da was. So, und jetzt wird es Zeit für eine neue Kategorie. Es gab einige, die sich das von euch gewünscht haben, denn es gibt ja sehr, sehr viele Indie-Games, Kickstarter-Projekte oder Steam-Spiele, von denen man immer nur so ein bisschen am Rande was hört. Bei Giga haben wir da recht viel drüber berichtet, beziehungsweise immer so unterschiedlich, aber jetzt möchte ich das zu einer ungefähr regelmäßigen Kategorie machen. Deswegen, das Indie-Spiel der Woche ist für mich Hyper Light Drifter und das ist ein Spiel, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Zuvor erzähle ich euch ganz kurz die Geschichte von Alex Preston. Der hatte als kleiner Junge den Kindheitstraum, er möchte irgendwann mal ein Spiel entwickeln. Haben wir ja, glaube ich, irgendwie alle mal. Und zwar mit der Prämisse, dass er seine beiden Lieblingsgames Zelda und Diablo in ein Spiel mergt. So ein bisschen wie, ich würde sagen, Darksiders, wobei Darksiders ist ja schon wieder 3D. Er hatte aber die Idee, das muss mit Pixelgrafik umgesetzt werden. Und also seitdem sitzt er irgendwie so ein bisschen dran, entwickelt schon seit einer ganzen Weile und hat wohl auch schon mehrfach irgendwie daran gedacht, aufzugeben, weil es ziemlich viele Hürden gab. Ihm ist immer wieder das Geld ausgegangen und eigentlich hat er auch gar nicht die Zeit dafür, weil er ja auch noch arbeiten gehen muss nebenbei. Also hat er sich irgendwann entschieden, auf Kickstarter eine Kampagne zu starten und hat sich gedacht, naja, wir setzen mal sehr klein an bei $27.000. Das ist, wenn ich euch das mal zum Vergleich sagen darf, auf Kickstarter gar nichts. Um die Kickstarter-Kampagne zu bewerben, hat er gleichzeitig einen Trailer hochgestellt. Und da sieht man das. Das ist so ein schönes Spiel. Es sieht ein bisschen aus wie Fez trifft auf Diablo, trifft auf
bashen mit einem Soundtrack, der wahrscheinlich direkt aus dem Himmel zu kommen scheint. Für mich einer der schönsten Trailer zu einem der potenziell schönsten Spiele des kommenden Jahres, denn Hyper Light Drifter soll erst in der Mitte 2014 rauskommen. So wie es aussieht, wird sich Alex Preston von dem Kickstarter-Geld, was er einnimmt, nämlich ein paar zusätzliche Leute holen, aber es wird weiterhin ein Projekt sein, was mit einer sehr überschaubaren Personengruppe entwickelt wird. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, war das denn ein Erfolg bei den Leuten? Er hat tatsächlich die $27.000 eingenommen plus weitere 500.000. Mittlerweile ist er bei fast 550.000 US-Dollar. Wenn ich mir überlege, was er da noch an Features reinhauen kann. Er hat auch schon angekündigt, dass Hyper Light Drifter sehr, sehr viel mehr Modi enthalten wird. Es wird neue Bosse geben, denn das zusätzliche Geld will er nicht selber jetzt nehmen, um auf die Bahamas zu fahren, sondern er steckt es ins Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel ein bisschen im Auge behalten würdet, denn wenn das nächstes Jahr kommt, können wir alle dafür sorgen, dass Alex Preston noch mehr geile Games macht, denn das sieht verdammt geil aus. So, und das war's jetzt mit den News für diese Woche. Das war hier eine Premiere, ein neues Set, wobei ihr könnt mir ja sagen, ob euch das passt. Ich hatte das ja jetzt schon ein paar Mal. Viele haben sich ja auch den Greenscreen zurückgewünscht. Gebt mir da einfach Feedback. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das gefällt, dass ich die News im Grunde in demselben Stil mache. Es wird auch den Newsflash weiterhin geben, wobei dieses Woche leider nicht so viel Zeug los war. Nächste Woche könnte sich das aber schon ändern, denn jetzt im Oktober fängt der große Spielewahnsinn an. Die ganzen großen Titel kommen. Batman Arkham Origins steht an, etc. etc. Da durften dann auch die News langsam wieder ins Rollen kommen. Ich sehe euch bis dann. Klickt hier noch irgendwo auf ein Video. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dahin mache. Und dann bis dann. Tschüss.